Guck mal hier, neuer Zugang ICE 3 Railbau von Märklin und er macht Probleme. Schauen wir uns mal an. Wir lassen ihn mal fahren mit Stufe 20, Werkseinstellung, also 20 km/h wären das theoretisch. So, hier ist noch alles gut und wenn jetzt gleich das Bordrestaurant kommt, nämlich der Motorwagen, da hören wir gleich ein Klacken. Das ist das hintere Drehgestell. Das Ganze wird gleich nochmal offensichtlicher. Jetzt geht gar nichts mehr. Andersrum geht. Wenn ich jetzt mal einen Tick schneller vorwärts fahren lasse, dann knackt es richtig. Das klingt für mich so, als ob die Kardanwelle hinten überspringt. Und als Bonus habe ich noch dieses Drehgestell hier, was mir in der Steigung gerne mal rausspringt und dann hier an der Weiche da hinten einen Kurzschluss verursacht, weil es nach innen rausspringt beim Hochfahren. Auf dieser Anlage ist Linksverkehr. Ja, das Ganze wird jetzt zu Märklin eingeschickt per Diagnose und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Schade eigentlich. Ist sonst ein sehr schöner Zug.